Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir werfen heute wieder einen Blick zurück und stellen uns mir die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Und dabei schauen wir uns die Buchneuzugänge aus dem April an. Das waren sage und schreibe 30 Bücher. Ja, ich bin sehr gespannt, was ich da für einen Schnitt habe, was das für eine Quote es wird. Und bin gespannt, welche Bücher da eingezogen sind, was ich gelesen habe, wie ich es fand, ob ich mich noch erinnere. Und ja, ich blende euch das Video wie immer hier ein und ich bin schon gespannt und freue mich drauf. Ja, das erste war ein E-Book, Der schwarze Thron von Kendara Blake. Es war, glaube ich, der erste Teil dieser ursprünglich geplanten Dilogie. Ich glaube, mittlerweile ist es eine vierteilige Reihe oder wird darauf ausgelegt. Ich habe den ersten Teil schon gelesen. Ich habe auch schon mittlerweile den zweiten Teil gelesen, der, glaube ich, im Herbst-Winter dann irgendwie bei uns eingezogen ist. Und mir hatte der erste Teil ganz gut gefallen. Es ging hier ja um ein Königreich, wo die Prinzessinnen, ich glaube drei an der Zahl, getrennt voneinander ja im Grunde aufgezogen werden und dann eben ihre Kräfte irgendwie gemessen werden. Ich fand den ersten Teil tatsächlich sehr, sehr gut. Der zweite Teil driftete dann leider in eine Richtung ab, die mir nicht so gefallen hat. Aber Teil 1 wurde von mir gelesen. Dann von Arno Strobel, You Are Wanted, hatte ich gelesen, weil ich ursprünglich auch die Serie gucken wollte, die dann auf Amazon gelaufen ist. Ich glaube, ich habe mittlerweile noch nicht die Serie geguckt. Nein, war mein erstes Buch von Arno Strobel, wurde von mir gelesen, war auch von der Story ganz spannend aufgebaut, ging mir aber persönlich von der Story ein bisschen zu schnell und daher, ja, war okay. Mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine von Rebecca Raisin. Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, dass ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnere. Ich habe es gelesen und es ging eben um einen Buchladen an der Seine. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das irgendwie war, dass da zwei Leute getauscht haben und die aus der Großstadt eben hier in so ein kleines Dorf gingen und umgekehrt. Ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Also ich habe es gelesen. Wie ihr seht, ist es mir aber nicht wirklich so in Erinnerung geblieben. Magonia von Maria de Hedley war dafür doch relativ interessant. Hatte mir auch ganz gut gefallen. Ich mochte das Cover auch sehr. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann demnächst mal weitergeht. Ist da geplant, dass der zweite Teil rauskommt? Ich glaube, ich hatte mir mehr erwartet. Ich hatte mir mehr High Fantasy erwartet und es war leider doch ein bisschen eine schwächere Jugendbuchart davon. Und es gab definitiv letztes Jahr geilere High Fantasy im Jugendbuchbereich. Die Bienen hatte ich mir bei Medimops bestellt, auch gelesen, leider abgebrochen. Ja, das war nicht so ganz meins, das Leben aus der Sicht der Biene erzählt zu bekommen, denn irgendwie konnte ich mich mit der Biene nicht so richtig identifizieren. Ich weiß nicht so richtig, woran es lag. Ich fand diesen dystopischen Ansatz, den man ja auch auf die Menschenwelt umlegen kann, eigentlich ganz spannend. Aber ich habe das dann, glaube ich, auch abgebrochen. Und dann ist eingezogen Der Berg von Dan Simmons. Dieses Jahr gelesen, ich glaube im Februar, ne, haben wir den auch zusammen in der Lesegruppe, die ihr unten in der Infobox immer findet, auch gelesen. Es war ein absolutes Highlight, die Besteigung des Mount Everest und ja, diese Rätsel um wer könnte der Erste gewesen sein und diese, ja, dass Mallory im Grunde verschwunden ist, verschollen ist und war ja schon zuerst auf dem Berg und das alles mit so Wahrheiten und eben Fiktion und das alles hinter einer ganz geilen Kulisse, die Dan Simmons unglaublich gut beschrieben hat und es wird definitiv nicht mein letzter Simmons gewesen sein. Dann ist eingezogen Die Entdeckung der Langsamkeit von Nadolny, ebenfalls von Medimops, auch schon gelesen, leider abgebrochen. Auf das Buch bin ich ja gekommen, als ich zu Terror, zu dem ersten Buch von Dan Simmons recherchiert habe, weil da das im Grunde auch um diesen Franklin geht, der eben auch der Kapitän, glaube ich, der Terror war. Das Buch war aber wirklich sehr langsam und es hat mir nicht gut gefallen. Ich habe das, glaube ich, auch noch 100 Seiten abgebrochen, weil es ging gefühlt überhaupt nicht weiter und ich bin auch mit der Story nicht warm geworden und hat mir leider nicht gefallen. Also ja, ich glaube, wenn man die Langsamkeit sucht, findet man sie in diesem Buch, aber
Ja, aber definitiv gelesen, nur nicht sozusagen beendet. Und dann ist ja einfach, um es im Regal zu haben, der Übergang von Justin Cronin eingezogen. Ich habe ja die Passage-Trilogie, wirklich verschlungen und absolut geliebt. Und die haben wir ja auch in Lesegruppen gelesen. Und der Übergang war ja Ende 2016 und die Spiegelstadt ja, glaube ich, dann im November nach der Buchmesse. Und ja, eine grandiose Reihe und ich hatte ja die 12 schon hier, den zweiten Teil, weil es ja eine Menge Exemplar war und wollte dann eben auch den Übergang haben. Und jetzt demnächst müsste ja die Spiegelstadt auch als Taschenbuch kommen, dann darf die bei mir sogar im neuen Zustand sozusagen einziehen, einfach um diese geile Reihe im Regal stehen zu haben. Dann hat mir die liebe Sandra zwei Weihnachtsbücher zur Verfügung gestellt, die sie ausgemistet hat, Winterfunkeln und Weihnachtsglitzern, und einen der beiden Teile habe ich auch letztes Jahr zu Weihnachten gelesen. Allerdings hat es mich nicht so begeistern können, wie ich mir das erhofft hatte, sodass ich den nächsten Teil gelesen hätte. Ich glaube, Winterfunkeln war der erste. Eins davon gelesen, eins nicht. Mal gucken, ob ich den zweiten dann vielleicht auch in diesem Winter lese. Als E-Book eingezogen ist dann auch noch der Zeitenläufer Dark Matter von Blake Crouch, ein Highlight aus dem letzten Jahr, in dem sich eben so ein bisschen die Frage stellt, wie ist das, was wäre, wenn irgendwie sich eine Zeitebene verändern könnte, würde, wie würde das Leben aussehen und wie würde man sich da als Betroffener sozusagen fühlen. Ein wirklich ganz, ganz tolles Buch, was nichts mit direkten Zeitreisen zu tun hat, das hatte ich irrtümlich gedacht, es geht eher um verschiedene Zeitebenen, aber eben nicht die klassische Zeitreise, hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn man da mal im Flow war, so nach den ersten 30, 40 Seiten, dann wurde man wirklich richtig gepackt und gefesselt und hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Dann ist bei mir ja Finger-Yoga Mudras eingezogen, ein Buch, das ich ganz gut fand. Das hat die ein oder andere interessante Lektion auch beinhaltet. Man liest das halt mal, man nimmt manches mit. Und ja, ich weiß nicht, ob man tatsächlich solche Sachbücher als echtes Buch bräuchte, ob es nicht als E-Book auch ausreichen würde. Aber ich fand es ganz spannend und okay, und für Leute, die sich in dieses Thema Yoga, Finger-Yoga, ja, Mudras oder auch so Mantra-Meditation irgendwie, wenn man da Anfänger ist, glaube ich, kann man mit diesem Buch tatsächlich nichts falsch machen. Für mich, der das schon ein bisschen länger macht, war halt vieles Wiederholung und nicht ganz so spannend. Dann gab es in der Thalia, ich glaube, eine Aktion, drei Taschenbücher kaufen, und alle drei haben, glaube ich, dann zusammen nur 5 Euro gekostet. Ich weiß nicht mehr genau, wie das irgendwie war, oder kostete dann eins nur 2 und dann zu dritt 5, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich eine Menge Exemplare in der Thalia gekauft. Ja, und das erste Menge Exemplar war Stimmen von Ursula Poznanski. Es wäre damals sozusagen mein erster Poznanski gewesen, den ich gehabt hätte. Allerdings fand ich dann heraus, dass Stimmen nicht der erste Teil einer Reihe ist, sondern ich glaube der zweite oder dritte. Und 5 der erste ist, der ist mittlerweile bei mir eingezogen und wird auch in diesem Jahr gelesen, dementsprechend noch nicht gelesen. Dustlands klang unglaublich spannend, habe ich dann aber auch irgendwie herausgefunden. Ich habe zwar den ersten Teil, aber es wurde dann nicht weiter übersetzt nach dem zweiten, wenn ich mich nicht irre. Zudem haben doch so manche Rezensionen den Schreibstil ein bisschen negativ, so ein bisschen empfunden. Und irgendwie habe ich mich dann nicht so irgendwie mehr dran getraut, aber es liegt noch auf dem Sub. Und als drittes dann Herz über Kopf. Und als ich das damals von Choplat vorgestellt habe, dass das eingezogen ist, haben mir ganz, ganz viele geschrieben, dass das ein ganz, ganz tolles Buch ist. Und ich glaube, ich werde es dieses Jahr auf jeden Fall lesen. Ich glaube, dass es auch so ein Frühlings-Sommer-Buch ist. Und ich glaube, dass das dann auch wirklich viel Spaß bringen kann. Und es haben wirklich viele, auch auf deren Meinung ich viel halte, davon geschwärmt. Und ich glaube, das greife ich dieses Jahr mal an, damit es nicht mehr gelesen ist. Und da sieht man wieder Menge Exemplare. Ja, 3 Stück gekauft und keins davon gelesen. Gut, bei Stimmen ist halt schade, dass es nicht der erste Teil war, aber es ist so, so schade, ne? Dann ist als E-Book Rebel Gläserner Zorn von Miriam Hüberli bei mir eingezogen. Ein Buch, das ich angelesen habe, mich nicht so packen konnte und seitdem einfach auf dem Sub wieder liegt. Dementsprechend, es ist eben angelesen. Wahrscheinlich könnte man sagen, es ist abgebrochen. Ich habe halt letztes Jahr kein Video über das Angelesen in irgendeiner Art und Weise gemacht.
Ja, es hat mich nicht so packen können. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich glaube, ich habe es im Mai angefangen und irgendwie dann pausiert, nennen wir es mal so, und damit war es dann im Grunde auch gut. Dann sind alle 4 Teile der ersten Staffel der X-Reihe von Annalena Kanau bei mir angezogen. Es beginnt, es breitet sich aus, es zerstört dich, es bringt den Tod. Alle 4 sind hier, sie wurden alle 4 weggesuchtet. Ja, es war einfach großartig. Ich glaube, der erste Teil ist der nicht sogar schon mal anders eingezogen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich dachte, der ist vielleicht sogar im Indie-Monat eingezogen. Aber ganz, ganz tolle Cover, eine tolle erste Staffel. Hier haben wir so ein bisschen eine Jugend-Zombie-Apokalypse, eine sehr düstere, brutale Zeit und Welt, eine tolle Protagonistin und geniale Cover. Ich kann es immer nur wieder sagen, ich liebe die Cover. Ja, finde ich wirklich großartig. Und ja, auch die erste Staffel hat mir gut gefallen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, schon Band 5, 6 und 7, wenn nicht sogar schon 8, was dann eine Staffel ist, die sozusagen an einem späteren Zeitpunkt der Geschichte startet und erzählt. Und ich glaube, auch die muss ich demnächst einfach mal anfangen und wieder in die Welt eintauchen. Das Päckchen von Jackie Fellgut ist bei mir eingezogen und wurde auch direkt verschlungen. Ja. Eine großartige Geschichte, die mich unglaublich begeistert hat. Wirklich das wahrscheinlich mit beste Buch der lieben Jackie Fellgut, weil es wirklich ganz wunderbar erzählt hat, wie wir hier eine YouTuberin haben, die im Grunde auch über Bücher spricht, also Booktuber, also sowas, was wir ja hier im Grunde auch tun. Und dann auf einmal erreicht sie ein Päckchen von einem mysteriösen Mann mit ihrem Buch eines ihrer Lieblingsautoren oder des Lieblingsautoren. Und dann nimmt das alles so ein bisschen seinen Lauf. Wunderbar, tolles Cover, tolle Story, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann sind Kurzgeschichten von Stephen King bei mir eingezogen. Bazar der bösen Träume, mittlerweile auch gelesen. Da hatte ich mir, glaube ich, so 5 Geschichten pro Woche dann mal vorgenommen. Ich bin nicht der größte Kurzgeschichten-Fan von Stephen King. Ich muss das leider immer wieder sagen, obwohl ich ihn ja als Autor abgöttisch verehre. Kurzgeschichten kann er für mich nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach kein Kurzgeschichtenleser. Ich brauche einfach eine gewisse Zeit, ja, um da reinzukommen. Und dann hatte ich mir auch noch Sunset zugelegt. Ich glaube, das war auch eine Medimops-Bestellung. Waren auch Kurzgeschichten. Auch das mochte ich nicht so wirklich. Ich weiß, dass im Bazar ein paar mehr Geschichten drin waren, auch ein paar mehr, die mir gefallen haben. Bei Sunset kann ich mir noch nicht mehr an die Titel der Kurzgeschichten erinnern. Ja, gelesen, aber nicht mit der größten Begeisterung, die man sich so vielleicht hätte vorstellen. Dann haben wir, ich glaube, auch im April Drood gelesen von Dan Simmons, beziehungsweise hatte ich Drood ja abgebrochen. Und in dem Buch geht es ja unter anderem um Wilkie Collins und seine Freundschaft zu Hemingway. Nein, Hemingway war es nicht. Auf jeden Fall zu einem ganz bekannten Autor, auf dessen Namen ich jetzt einfach nicht kommen möchte. Und mich hat Wilkie Collins in Drew doch sehr, sehr angesprochen, so von seiner Art. Und als dann noch so herauskam, dass das ein Autor ist, habe ich mir die Frau in Weiß mitbestellt, ich glaube für um die 3 Euro, und bisher nicht gelesen. Also es hat mich nicht mehr hingezogen, nachdem ich dann eben auch Drew abgebrochen hatte. Ja, konnte mich die Geschichte nicht mehr so fesseln, begeistern, anziehen. Ich denke, dass es kein Buch ist, was für immer auf dem Sub bleibt. Aber ich glaube auch, dass das aktuell einfach nicht die Zeit ist. Ich bin gerade nicht so in Stimmung auf Klassiker lesen oder so historische Dinge. Und ja, dementsprechend muss Wilkie noch ein Momentchen warten. Dann ist ein Wälzer bei mir eingezogen. The Bone Seasons von Samantha Shannon, die Träumerin, noch nicht gelesen. Ist wirklich ein riesendickes Buch. Klang super spannend, war auch schon eine Weile auf der Wunschliste. Ist, glaube ich, aktuell ausgeliehen, wenn ich mich nicht irre. Was soll ich sagen? Ja, ich weiß, an wem ausgeliehen, auch schon ein Stückchen, was nicht tragisch ist. Ich fand den Klappentext unglaublich spannend, aber noch nicht so, dass ich es unbedingt gleich verschlingen wollte. Und das ärgert mich dann persönlich natürlich auch immer, aber ja, was will man machen, ne? Das Leben ist manchmal einfach hart und ungerecht. Dann gab es letztes Jahr im April eine Aktion zum Tag des Buches und die Deutsche Post hat Bücher verschenkt, wohl meistens eigentlich eher Kinderbücher. Ich habe von Pierre Grimbert Die Götter den ersten Teil abstauben können, sozusagen. Ich hatte von Pierre Grimbert
irgendeine andere Reihe gelesen. Die Magier, ich weiß es schon nicht mehr. Es ist schon Jahre her. Und dazwischen gibt es noch eine Reihe. Und dann beginnt eben diese Götterreihe. Und da ich die Reihe dazwischen nicht gelesen hatte, habe ich mich auch irgendwie nicht an die Götterreihe getraut. Und dementsprechend liegt das Buch noch auf dem Sub. Es ist schade, weil ich fand tatsächlich, dass Krim Bär sehr coole High Fantasy schreibt. Aber wie es manchmal so ist. Na, ich glaube, man kann nicht für Bücher eine Erklärung finden, warum man sie noch nicht gelesen hat. Dann durfte ich bei Arvel bestellen und habe von Simone Arnstedt die Erbin bestellt, der Auftakt irgendeiner Reihe. Alle haben geschwärmt, viele haben es ja als erwachseneres New Adult bezeichnet, weil die Protagonistin, ich glaube, schon Ende 20, Anfang 30 war. Ich habe es mittendrin abgebrochen, mir ist die Protagonistin unglaublich auf den Keks gegangen, denn es war definitiv New Adult und wenn ich 30 bin und so mich benehme, ich konnte nicht viel mit anfangen. Ja, Ralf Isau, von dem habe ich auch schon ein, zwei Bücher gelesen. Die zerbrochene Welt ist ebenfalls bei mir eingezogen, leider noch nicht gelesen. Ich frage mich gerade, wie konnte das passieren? Von Ralf Isau ist ja auch irgendein Buch, das dann mit Leo DiCaprio verfilmt wurde. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ja, möchte ich auf jeden Fall noch lesen. Und dann sind Sherlock Holmes Bücher bei mir eingezogen. Wie man sieht, war ich im April im Sherlock-Fieber und habe die BBC-Serie gesuchtet. Und so durfte von Arthur Conan Doyle eine deutsch-englische Version bei mir einziehen, wo ich dachte, man möchte vielleicht Sherlock doch im Englischen lesen. Und was einem dann da irgendwie zu schwer fällt, guckt man auf der anderen Seite eben im Deutsch. Ich mag solche Ausgaben ganz gerne. Ich habe früher viel mehr in dieser Art gelesen. Ich habe einige Märchen hier in dieser Fassung, wo man eben Deutsch-Englisch hat, weil ich das immer ganz schön fand, so zum Üben. Und dann sind zweimal die gesammelten Werke bei mir eingezogen. Einmal die gesammelten Werke und einmal die Romane in dieser wunderschönen Ausgabe. Den Verlag, glaube ich, gibt es ja gar nicht mehr, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe auch schon wieder vergessen, welcher Verlag es war. Ja, die sind in dieser schönen, gebundenen Ausgabe und die sehen wirklich toll aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich bezweifle, dass ich die tatsächlich komplett lesen werde, weil ich bin eigentlich ja kein Krimi-Detektiv-Geschichten-Leser, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich war einfach im Sherlock-Fieber und wollte die Bücher einfach nur besitzen. Und wer mich kennt, weiß, dass das tatsächlich eher selten bei mir vorkommt, dass ich etwas so besitzen möchte an Büchern. Ja, vielleicht starte ich dieses Jahr einfach mal einen Versuch und werde Sherlock Holmes lesen, zumindest die ein oder andere Story, und gucken, ob mich das begeistern kann und ob mir das gefallen wird. Und ja, bin da einfach mega, mega gespannt. Ja, und das waren sie nun, die 30 Neuzugänge aus dem April 2017. Ich fand, das war gar keine schlechte Quote. Ich habe jetzt tatsächlich nicht mitgezählt. Ich glaube, es waren 7 oder 8 Bücher, die ich nicht gelesen habe. Ihr müsst jetzt nochmal nachzählen. Was ich aber von 30 gar nicht so schlecht finde. Der größte Teil ist gelesen. Und ich glaube, die anderen werden jetzt einfach in diesem Jahr gelesen. Und ich finde auch immer schön, dass sie durch diese Videos so ein bisschen in Erinnerung kommen und man so seinen Sub ein bisschen lebendig macht. Und ja, das, glaube ich, ist einfach so das Besondere, so für mich auch an diesem Format, was mir ja sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe euch auch, und dass wir das Format noch lange, lange zusammen haben. Und mich interessiert natürlich auch immer, kennt ihr eins der Bücher, die ich jetzt noch auf dem Sub habe? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und natürlich würde ich mich dann auch, wenn euch das Format gefällt, über den Kommentar freuen. Und ja, dann, dass wir das einfach weiterführen, denn mir macht dieses Format wirklich großen Spaß. Und ja, 30 neue Bücher im April. Gucken wir mal, was der nächste April so bringt. Und ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.